Hallihallo allerseits und herzlich willkommen zurück zur Hornacht. Sie steht unmittelbar bevor. Dahin wandern schon die ersten. Na, ich glaube, der ist jetzt eher Zufall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der zur Horde dazugehört. Dann wäre ich reichlich früh dran. Wir haben natürlich jetzt diese äußere Wand überhaupt nicht abgesichert. Aber ich hoffe ja einfach mal, dass sie nicht da irgendwie drauf rumkloppen, so großartig. Ey. So. Nummer 1 ist weg. Können wir nicht eigentlich nur im Schnell hier, fällt mir gerade so ein. Dead Eye, was macht der denn? You can hit Boulder, unlocks Hunting Rifle. Irgendwo müsste es doch auch noch so eingehen mit Archery oder so, ne? Oder ist das der? Nö. Da. Agility Level 3. Ja, bringt uns nichts. Wenn wir den jetzt hoch auf Level 3 skillen. Da kommen wir nicht weit mit. Was brauchen wir da für Intelligenz Level 4. Ja, komm, dann nehmen wir den auf jeden Fall schon mal. Dann können wir nicht beim nächsten Mal wenigstens hier drauf gehen. Craft Workbenches, Table Saws und Cement Mixers. Das wäre nicht schon sinnvoll, dass wir das danach machen können. Gerade wenn wir dann unsere Basis ausbauen wollen, ne? Was macht er denn? With both handguns and knives. Na gut, vielleicht sollten wir ihn doch eben machen. Zack, den machen wir dann doch nochmal. Wir haben eh bald schon wieder ein Level up. Wir haben ja schon wieder drei Viertel voll. Und wie gesagt, bevor dann die Horde da kommt, so, ich stelle uns jetzt mal schnell hier hin. Vielleicht haben wir Glück, dass es auch von hier anrennen kommt. Ja, ich hoffe einfach, dass es reicht, dass wir keine größere Schwachstelle haben oder sowas. Die sind alle soweit nachgeladen schon mal. Gut, dann hoffen wir das Beste, ihr Lieben. 3 Minuten, vielleicht war es das dann schon. Vielleicht sind wir dann selbst untot, wer weiß das schon. Los geht's. Da hinten kommen welche anrennen, da kommen welche anrennen. Ja, ich glaube, sie laufen genauso, wie ich mir es erhofft habe. Hey, lass meine Mauer da heile. Zack. Schön in die Birne. Ey, der springt natürlich genau im richtigen Moment wieder. Macht ihr da? Lasst ihr die Mauer aber heile. Die hat euch nichts getan. Weißt du, wie gesagt, das wäre schon cool, wenn wir es so hinkriegen und dann nach der Hornacht damit Zementmischer und Werkbank, dann kommen wir hier richtig gut voran. Warum haut ihr auf die Mauer? Die hat euch nichts getan. Oh, hier, die kleine Mutti ist hier da. So, mal gucken, ob hier irgendwo schon großartige Verluste oder sowas zu verkennzeichnen sind. Nö. Okay, die rennen eigentlich echt alle dahin, ne?
Oh, jetzt haben wir natürlich hier die erste. Jetzt sind wir natürlich hier fleißiger Mauer am Kloppen, ne? Ups. Na, komm, nimm das. Ja, bitteschön. Hier, nur noch ein. Noch ein. Hier, kannst gleich noch einen kriegen. Da ist noch ein. Lass mir schön so auf den Haufen stehen, dann treffe ich auf jeden Fall immer irgendwen. Sehr gut macht ihr das. Schön so stehen bleiben. Mhm. Und du lass die Mauer da heile, verstanden? Ups. Ja, sehr schön wieder eingetroffen. Und unsere liebe kleine Mutti da. Die haben wir auch weg. Junge, was flitzt da unten denn eben so schnell lang? Habt ihr den flitzen sehen? Den können sie ja fast nicht sehen. Da mal irgendwie kloppen die hier irgendwo drauf und machen hier irgendwas kaputt. Da. Hört auf mit dem Scheiß da. Na gut, jetzt reicht's. Einmal hier im Durchratzen. So. Nochmal mal nachladen. Okay. Der Rest hier, hier schön mit dem Bogen. Ja, schön. Hier, nimm noch ein. So, 1,5 Stunden später. Klingt schon recht ruhig hier. Okay, ich habe da jetzt ja 3 gemacht hier vorne. Das werde ich dann da auch einmal drumherum noch durchziehen. Aber ich glaube, dann reicht es letzten Endes auch, das wirklich nur einspurig oder sowas zu machen, wenn man es noch vergrößern will. Dass man dann quasi nochmal so einen Gang da durchmacht. Ich weiß eh noch nicht so genau, wie ich das mache. So habe ich es. Dann kommt hier wahrscheinlich noch einmal so eine Mauer drumrum mit. Hier, wo wir ja die 3 so gesehen haben. Mal gucken, bis da vorne. Weiß ich noch nicht so recht, wie ich das mache. Mal schauen. Ich sag mal so, diese erste Horde hat es, glaube ich, ganz gut abgewehrt. Weiß ja nicht, ob hier jetzt nochmal was kommt. Das sieht schon sehr ruhig aus. Leiter, Holzleiter. Wie viel können wir machen? 14 Stück. Da macht man schon mal 14 Stück. Darf ich ihm einmal hin?
So, da hier gerade eh nichts passiert hier, der Horde, würde ich jetzt hier einfach sagen, wir buddeln ein bisschen. Könnten eigentlich schon mal wieder hier Pflastersteine. Zack, fertigen. Dann könnten wir die nicht einmal noch hier drumherum verbessern. Ja, machen wir auch so, ne? Und dann geht es hier nicht. So gesehen machen wir hier noch einmal Steine drumherum. Und dann können wir nicht wahrscheinlich den Schacht auch schon direkt so bis nach unten durchbauen. Ist ja eigentlich fast egal, oder? Wo die Leiter hinkommen. Kann ich mich durchducken, das vielleicht hinkriegen? Nee, ne? Na, schade. Müsste ich halt wirklich noch einen tiefer buddeln, ne? Dann fängt nicht auch Stein an. Ba, 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 ba. So, komm. Mach das dann für dich. Fertig. Zwei Stück noch? Gut. Jetzt noch einer. Okay. Dann könnten wir die nächsten nämlich gleich nutzen. Um hier... Ja, ein paar mehr brauchen wir schon, ne? Wir brauchen da mal für 8 Stück. Das dauert ja auch wieder eine Weile. Mann, jetzt sind wir mal fertig. Gewitter sind wir auch gut am Gange, ne? Auf jeden Fall kommt da schon mal einer hin, damit wir Leiter da weiter lang ziehen können. So, dann da. Da fehlen noch 1, 2, 3 Stück. Dann hätten wir... Ach so, und den muss ich gleich noch verbessern. 3 Stück erstmal. Ach so, jetzt habe ich natürlich... Ich bin auch schlau. 3 Stück und dann hier... Gut. Da sind jetzt die ersten Steine. Dann sind wir durch die Sandschicht also durch. Und dann kommen wir auf Stein. Okay, und ich würde sagen, wie gesagt, bis dahin machen wir es noch so mit dem Schacht und danach geht es dann einfach nur noch runter.
Bisher habe ich eben nicht hier wohl vergessen, den aufzuwerten. Ich habe mich nämlich schon gewundert. Hatte ich den in der Ecke da jetzt überhaupt aufgebessert? Hatte ich nämlich nicht. Hier kann ich schon 17 Stück wieder. So, 3. Könnte die 3 mal aufbessern. Ach, jetzt habe ich natürlich keine Steine mehr, ne? Das ist wie ein ganz schöner Schacht hier runter. Aber wie gesagt, ich mache den jetzt hier noch fertig und dann hier, ab dann, wo Stein kommt, werde ich nur noch so gesehen eine Wand so runterziehen, wo wir dann richtig dran hochgehen können. Alles andere ist mir dann mehr oder weniger egal. Da noch hin. Ja, jetzt da und da. Und dann haben wir es, ne? Dann haben wir es. Dann ist auch schon wieder, oh, 3 Uhr. Da können wir schon mal wieder ein schönes Treppchen hinsetzen. Zack, hau die da weg, los. Okay. Das passt aber. Wir haben eigentlich haben wir genug, ne? Ich mache hier auf jeden Fall noch einen tiefer schon mal wieder. Dann nehmen wir auf jeden Fall morgen den Erdbohrer für. Das dauert ja ewig hiermit. Ich mache jetzt hier, wo wirklich das Sand ist, doch noch eben den Schacht runter. Ja, den muss ich jetzt eben hier. Da noch einen hin. Jetzt bräuchte ich natürlich so einen schönen Mining-Helm, ne? Dann hätte ich hier auch noch ein bisschen mehr Licht. Aber nun, so lange muss es mal halt hier mal ohne gehen. Da kriegen wir auch schon einen. Da passt das sogar. Guck mal. Kommt genau auf. Da kommt noch einer hin. Gut. Wo sind da? Ich wollte sagen, wo sind meine Woodframes? Ach so, da muss ich noch eben hier. Machen wir es mal so. Immer noch hier so leer aus, ne? Nichts los hier mehr, du. So,
Hornnacht 1. Check, würde ich sagen, wa? Gibt jetzt mal hier ein leckeres Frühstück. Nehmen wir mal eine Bandage, damit unsere Lebensenergie wieder hochgeht. Gut, ich würde sagen, wir könnten uns eigentlich den Erdbohrer holen. Und dann können wir hier nämlich runterbuddeln, ne? Jetzt mal können wir unten looten. Laufe ich hier mein eigenes Loch da rein. Oh, da haben sie uns hier tatsächlich einen weggehauen, du. Hier auch. Oh, ein schönes Jagdgewehr. Eisenhandschuhe. Hier haben sie auch noch einen weggekloppt. Junge, wir hatten hier so oft daneben geschossen. Mann, 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 Mann. Oh, waren aber auch wieder Schützen am Gange. Was war das denn Schönes? Das klären wir jetzt mal. Autokühler aus Messing, okay. Ach so, na egal. Brauchen wir noch gar nicht aufwerten. Reflexstone Block. Blub, blub. Mach mal 4 Stück eben einmal. So, ein paar lassen wir mal weg da, so. Kann da schon mal wieder eine rein. Oh, wir haben kein Holz mehr. Pfeile, unsere Pfeile. Boah, haben sie auch ein bisschen drauf gekloppt, ne? Nicht viel, aber ein bisschen. Boah, das gibt's doch nicht, du, jetzt ist sie. Warum haben sie den Stein dann so kaputt gehauen, ne? Sollen das? Da ist auch nochmal ein Pfeil, hier hängt auch nochmal ein Pfeil. Ups. Ja, da war auch noch irgendwie einer ziemlich kaputt, oder? Da. Gut, ich glaube, sonst sieht die Mauer so ganz im Groben und Ganzen ziemlich heil aus, ne? Halt, da war noch irgendwas. Okay. Da können wir noch mal ein bisschen was reparieren. Da war noch eine ziemlich kaputt. Da oben ganz, wie sind die da oben eigentlich hingekommen? Sehr erstaunlich. Ups, den wollte ich reparieren. So wird eh nochmal alles aufgewertet. Okay, das können wir einmal wegpacken. Dann holen wir uns den Erdbohrer. Damit wir da nach unten hinkommen. Wir müssten uns vorher allerdings erstmal darüber springen. Ups. Erdbohrer hier, den hier her. Ah, wir brauchen auch Klebeband, ne? Wir müssen noch so ein Reparaturkit auf jeden Fall bauen. Klebeband. Halt, dafür brauche ich auch noch hier geschmiedetes Eisen. Reparaturkit, da ist es. Fertigen. Ups, Klebeband brauchen wir demnächst.
Den da rein. Den da auch erstmal rein. Das erstmal da mit rein. Die da rein, das da rein. Autokühler aus Messing. Packen wir auch erstmal rein. Okay, auf jeden Fall brauchen wir im Holz eben etwas. Holen wir uns noch schnell ein, zwei Bäume. Gehen wir rechts hin oder? Ne, gehen wir rechts hin. Ne? Können wir uns auch gleich um den Kerli da kümmern, der scheinbar übergeblieben ist. Hey Freund. Das war er. Level up. Das ist auch schon mal wieder gut. Haben wir auf jeden Fall noch mal ein paar Punkte. Ja, ich würde jetzt gleich ganz gerne einfach echt da runter buddeln. Damit wir da unten dann hier, ja, ich sag mal, uns so eine kleine Basis erstellen können. Mit Werkbank, Alchemietisch und hier Zementmischer und so ein Krimskrams, was man halt so braucht. Dann unseren Turm ein bisschen ausbauen noch. Boah. Ich würde sagen, da sind wir auch auf jeden Fall schon mal richtig gut dabei. War das schon wieder für ein Geräusch oder so? Und weg damit. Komm, holen wir den hier noch. Da haben wir auch genug Holz erstmal wieder für unsere Leitern. Ja, ihr Lieben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns definitiv zur nächsten Folge wieder. Bis dahin erstmal. Ciao, ciao.